Die Bremer Stadtmusikanten von den Gebrüdern Grimm. Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange Jahre die Säcke unverdrossen zur Mühle getragen hatte, dessen Kräfte aber nun zu Ende gingen, so daß er zur Arbeit immer untauglicher ward. Da dachte der Herr daran, ihn aus dem Futter zu schaffen, aber der Esel merkte, daß kein guter Wind weht, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort meinte er, er könnte ja Stadtmusikant werden. Als er ein Weilchen fortgegangen war, fand er einen Jagdhund auf dem Wege liegen. Der jappte wie einer, der sich müde gelaufen hat. »Nun, was jappst du so, Packen?« fragte der Esel. »Och«, sagte der Hund, »weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde, auch auf der Jagd nicht mehr fort kann, hat mich mein Herr wollen totschlagen. Da habe ich Reis ausgenommen, aber womit soll ich nun mein Brot verdienen?« »Weißt du was?« sprach der Esel. »Ich gehe nach Bremen und werde dort Stadtmusikant. Geh mit und lass dich auch bei der Musik annehmen. Ich spiele die Laute und du schlägst die Pauken.« Der Hund war zufrieden und sie gingen weiter. Es dauerte nicht lange, so saß da eine Katze an dem Weg und machte ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. »Nun, was ist dir in die Quere genommen, alter Bartputzer?« fragt der Esel. »Wer kann da lustig sein, wenn's einem an den Kragen geht?« antwortete die Katze. »Weil ich nun zu Jahre komme, meine Zähne stumpf werden und ich lieber hinter dem Ofen sitze und spinne, als nach Mäusen herumjage, hat mich meine Frau entsäufen wollen. Ich habe mich zwar noch fortgemacht, aber nun ist guter Rat teuer. Wo soll ich hin?« »Geh mit uns nach Bremen. Du verstehst doch auf die Nachtmusik. Da kannst du ein Stadtmusikant werden.« Die Katze hielt das für gut und ging mit. Darauf kamen die 3 Landesflüchtigen an einem Hof vorbei. Da saß auf dem Tor der Haushahn und schrie aus Leibeskräften. »Du schreist einem durch Mark und Bein«, sprach der Esel. »Was hast du vor?« »Da habe ich gute Wetter prophezeit«, sprach der Hahn. »Weil unser lieben Frau Tag ist, wo sie dem Christkindlein die Hemdchen gewaschen hat und sie trocknen will. Aber weil morgen zum Sonntag Gäste kommen, so hat die Hausfrau doch kein Erbarmen und hat der Köchin gesagt, sie wollte mich morgen in der Suppe essen. Und da soll ich mir heut Abend den Kopf abschneiden lassen. Nun schrei ich aus vollem Hals, solang ich noch kann.« »Ei, was, du Rotkopf?« sagte der Esel. »Zieh lieber mit uns fort. Wir gehen nach Bremen. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Du hast eine gute Stimme, und wenn wir zusammen musizieren, so muss es eine Art haben.« Der Hahn ließ sich den Vorschlag gefallen, und sie gingen alle 4 zusammen fort. Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tag nicht erreichen und kamen abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich unter einen großen Baum, die Katze und der Hahn machten sich in der Äste, der Hahn aber flog bis in die Spitze, wo es am sichersten für ihn war. Ehe er einschlief, sah er sich noch einmal nach allen 4 Winden um. Da deuchte ihn, er sähe in der Ferne ein Fünkchen brennen und rief seinen Gesellen zu. »Es müsse nicht gar weit ein Haus sein, denn es scheine ein Licht«, sprach der Esel. »So müssen wir uns aufmachen und hingehen, denn hier ist die Herberge schlecht.« Der Hund meinte, ein paar Knochen und etwas Fleisch dran täten ihm auch gut. Also machten sie sich auf den Weg nach der Gegend, wo das Licht war, und sahen es bald helle schlimmern. Und es ward immer größer, bis sie vor ein hell erleuchtetes Räuberhaus kamen. Der Esel, als der Größte, näherte sich an dem Fenster und schaute hinein. »Was siehst du, Grauschimmel?« fragte der Hahn. »Was ich sehe?« antwortete der Esel. »Einen gedeckten Tisch mit schönen Essen und Trinken, und Räuber sitzen daran und lassen sich wohl sein. Das wäre für uns!«
sprach der Hahn. Ja, ja, ach, wären wir da, sagte der Esel. Da ratschlagten die Tiere, wie sie es anfangen müssten, um die Räuber hinauszujagen, und fanden endlich ein Mittel. Der Esel musste sich mit den Förderfürsten auf das Fenster stellen, der Hund auf des Esels Rücken springen, die Katze auf den Hund klettern, und endlich flog der Hahn hinauf und setzte sich der Katze auf den Kopf. Wie das geschehen war, fingen sie auf, ein Zeichen insgesamt an ihrer Musik zu machen. Der Esel schrie, Io, Io. Der Hund bellt, Uff, 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 Uff. Die Katze miaute und der Hahn krähte, Miau, Miau. Dann stürzten sie durch das Fenster in die Stube hinein, dass die Scheiben klirrten. Die Räuber fuhren mit dem entsetzlichen Geschrei in die Höhe, meinten nicht anders als ein Gespenst käme herein und flohen in größer Furcht in den Wald hinaus. Nun setzte sich die vier Gesellen an den Tisch, nahmen mit dem Vorlieb, was übrig geblieben war, und aßen, als wenn sie 4 Wochen hungrig sollten. Wie die 4 Spielleute fertig waren, löschten sie das Licht aus und suchten sich eine Schlafstätte, jeder nach seiner Natur und Bequemlichkeit. Der Esel legte sich auf den Mist, der Hund hinter die Türe, die Katze auf den Herd bei der warmen Asche, und der Hahn setzte sich auf den Hahnenbalken, und weil sie müde waren von ihrem langen Weg, schliefen sie auch bald ein. Als Mitternacht vorbei war und die Räuber von weitem sahen, dass kein Licht mehr im Haus brannte, auch alles ruhig schien, sprach der Hauptmann, »Wir hätten uns nicht sollen ins Bockhorn jagen lassen«, und hieß einen hingehen und das Haus untersuchen. Der Abgeschickte fand alles still, ging in die Küche, ein Licht anzuzünden, und weil er die glühenden, feurigen Augen der Katze für lebendige Kohlen ansah, hielt er ein Schwefelhölzchen daran, dass es Feuer fangen sollte. Aber die Katze verstand keinen Spaß, sprang ihm ins Gesicht, spie und kratzte. Da erschrak er gewaltig, lief und wollte zur Hintertüre hinaus, aber der Hund, der da lag, sprang auf und biss ihn ins Bein. Und als er über den Hof an dem Miste vorbeirannte, gab ihm der Esel noch einen tüchtigen Schlag mit dem Hinterfuß. Der Hahn aber, der von Lärmen aus dem Schlaf geweckt und munter geworden war, rief von Balken herab, Kikeriki! Da lief der Räuber, was er konnte, zu seinem Hauptmann zurück und sprach, Ach, in dem Haus sitzt eine greuliche Hexe, die hat mich angehaucht und mit ihren langen Fingern mir das Gesicht zerkratzt. Und vor der Türe steht ein Mann mit einem Messer, der hat mich ins Bein gestochen. Und auf dem Hof liegt ein schwarzes Ungetüm, das hat mit einer Holzkeule auf mich losgeschlagen. Und oben auf dem Dache, da sitzt der Richter, der rief, bringt mir den Schlemm her. Da machte ich, dass ich fortkam. Von nun an getrauten sich die Räuber nicht weiter mehr in das Haus. Den 4 Bremer Musikanten gefiel's aber so wohl darin, dass sie nicht wieder heraus wollten. Und der das zuletzt erzählt hat, dem ist der Mund noch warm. Das Ende. You know what I find strange out of all of this? Is that no one died. In the entire story, not a single person was dismembered or disfigured or in any way harmed. Everyone stayed, they lived, no one was injured, and it seemed like they were all happy-go-lucky. In fact, it doesn't even say that the robbers were going to end up changing their ways and going away from stealing things from other people. It just says that they didn't go back to that house. So this is probably one of the more tame Brothers Grimm stories that I've heard. It's relatively calm. It's kind of weird. That and the, you know, animals can talk to each other and understand each other and want to be musicians and Bremen and then just totally drop it when they find a bunch of food. You know, there's that. But anyway, so if you want to see more of these Märchen, you can go ahead and click on that button over there with Märchen. If you want to see some more of this random stuff, you can click that subscribe button and you can see videos from me every week. And if you want to see some puppets, you got that there. And all kinds of fun stuff over at my channel. Go ahead and click on some of those buttons. Like, comment, and subscribe. If you have any suggestions for future videos, go ahead and leave that in the comments below. Thanks for watching.
Bye now.